Hallo ihr Lieben, in meinem letzten Video habe ich euch gezeigt, wie ihr diese Grannies häkeln könnt und heute zeige ich euch, wie ihr die ganz einfach zusammen häkeln könnt. Ich benutze heute eine 5 mm Nadel, die gleiche Nadel, die ich auch für meine Grannies benutzt habe und eure ausgewählte Wolle, die ihr benutzen möchtet, um die Grannies zusammen zu häkeln. Wir nehmen zuallererst unsere Grannies. Hier ist unsere Vorderseite, auch hier ist unsere Vorderseite. Die legen wir beide aufeinander. Also wie ihr seht, habe ich jetzt hier die Rückseite und auch hier die Rückseite. Die legt ihr beide schön aufeinander und wir beginnen immer in einer Ecke. Ihr geht mit eurer Nadel hinein. Holt eure Wolle und zieht den Faden durch. Ich befestige das ganz gern mit einem Knoten, einfach zur Sicherheit, dass das nicht aufgeht. Und zieht es fest. Wir gehen wieder hinein, nehmen unseren Faden und häkeln eine Luftmasche. Wir häkeln jetzt in diese oberen Maschen. Wir gehen in die erste Masche hinein. Wir nehmen unser hinteres Granny, auch dort gehen wir in die erste Masche, holen unseren Faden, zwei Schlaufen auf der Nadel und häkeln eine feste Masche. Wir gehen in die nächste Masche, nehmen unser hinteres Granny, gehen auch wieder in die nächste Masche. Immer die gegenüberliegende, nehmen unseren Faden, zwei Schlaufen auf der Nadel und häkeln unsere feste Masche. Wir gehen in die nächste Masche, auch hier hinten, holen unseren Faden, zwei Schlaufen auf der Nadel und häkeln eine feste Masche. Häkelt die festen Maschen nicht zu fest, sonst zieht sich das Ganze zu arg zusammen. Jetzt gehen wir in diesen Zwischenraum, also in keine Masche, sondern hier durch beide durch, nehmen unseren Faden und häkeln wieder eine feste Masche. Und das machen wir jetzt, bis wir am Ende unseres Grannies angekommen sind. Ich mache es mit euch mit. Also wir gehen einfach in die gegenüberliegende Masche. Eine feste Masche, auch hier wieder, wie ihr seht, es ist wirklich ganz, ganz einfach. Jetzt sind wir wieder in diesem Zwischenraum, dort gehen wir auch hinein, häkeln unsere feste Masche. Das machen wir jetzt einfach die ganze Reihe. Wieder im Zwischenraum, auch eine feste Masche. Es ist immer halt nur wichtig, dass ihr die gegenüberliegende Masche auch erwischt. Also wieder rein. So, jetzt bin ich am Ende angekommen. Ihr geht nochmal in diese letzte Ecke hinein. Häkelt auch dort eure feste Masche, eine Luftmasche, zieht das Ganze zusammen, holt eure Schere, schneidet das Ganze einfach ab und zieht den Faden durch. Wir ziehen das Ganze fest und unsere Grannies
sind zusammengehäkelt. Und ihr seht, ihr könnt, das ist wirklich sehr ordentlich und man sieht es wirklich gar nicht. Auf der anderen Seite sieht man es ein bisschen, aber das fällt auch gar nicht auf. Also ich würde euch auch empfehlen, immer erst eine Reihe fertig zu nähen oder fertig zu häkeln und die Reihen dann einfach wieder zusammenzunähen. Ich zeige es euch mal. Also hier habe ich zum Beispiel ein Kissen. Ich würde euch dann empfehlen, immer erst eine Reihe fertig zu nähen, die nächste Reihe und dann legt ihr einfach die beiden Reihen zusammen und häkelt das Ganze auch wieder zusammen. So ist es einfach viel einfacher. Und ja, ich wünsche euch einfach ganz viel Spaß. Und wie ihr seht, es ist wirklich ganz, ganz einfach. Ich wünsche euch noch einen ganz tollen Tag und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.